Nummer 5. Harte Sohle, Zehen- und Fersenverstärkung und rutschfeste Flossenlasche. Außerdem haben sie einen Klettverschluss am oberen Ende des Reißverschlusses. Ideal für das Tauchen in kaltem Wasser. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4. Steife Sohle und Verstärkungen an Zehen und Ferse. Gut abgedichteter Reißverschluss mit zusätzlichem Klettverschluss an der Oberseite, der verhindert, dass sich der Reißverschluss beim Tragen ungewollt öffnet. Ideal für alle Arten des Tauchens und besonders nützlich, wenn man die Küste verlässt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Ohne Sohlen, empfohlen für das Tauchen in tropischen Gewässern, besonders wenn Sie Vollfußflossen verwenden möchten. Da sie sockenähnlich sind, haben sie keinen Reißverschluss, der das Anziehen erleichtert. Cressy hat jedoch eine Innenschicht aus Metallite hinzugefügt, ein Material, das Gleiten auf der Innenseite erleichtert, so dass die Schuhe sehr leicht an- und ausgezogen werden können. Interessant ist auch die rutschfeste Schicht der Wabensohle. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Steife Sohle, verstärkte Zehen- und Fersenpartie und Flansch zur Vermeidung von Flossenverlust. Ideal für alle Arten des Tauchens, vor allem bei Landausflügen. Für das Tauchen in kälteren Gewässern ist das 6,5 mm Modell erhältlich. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1. Ein einfaches, aber funktionelles Modell, das sehr gut verarbeitet ist. Sie haben eine relativ weiche, aber gut verstärkte Sohle mit gutem Grip, Verstärkungen an Zehen und Ferse sowie eine Zunge für die Flossen. Sie haben keinen Reißverschluss, was ihre Griffigkeit erhöht, aber sie sind dank des elastischen Materials, aus dem der Schaft besteht, leicht anzuziehen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.